Ja, hallo. Wir sind ganz verwundert, dass heute so viele Leute gekommen sind. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir auch früher angefangen. Also wir hatten noch nie so einen netzpolitischen Abend, wo es eigentlich schon um 20 Uhr voll war. Wir haben eigentlich irgendwann mal angefangen, das Ganze auf 20.15 Uhr zu setzen, weil dann die meisten um 20.30 Uhr erst kamen. Aber schön, dass ihr alle da seid. Hier vorne gibt es noch zwei Plätze, drei Plätze, wer nicht stehen möchte. Oh, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen beim 7. Abend der digitalen Gesellschaft hier in der Seabase. Schön gut gefüllt, freut uns. Ich bin Jörg Braun. Ich habe heute Mittag als einfaches, dickiges Mitglied erfahren, dass ich heute moderieren darf. Deshalb von meiner Seite so ein bisschen Impro-Show. Cool. Ja, dann wieder herzlich willkommen hier einmal in der Seabase und draußen an den Endgeräten beim 15. netzpolitischen Abend jetzt schon. Und sehr schön, dass ihr alle da seid, trotz des extrem heißen Wetters. Deswegen haben wir heute auch so ein bisschen andere Planung gemacht, weil das ja schon abzusehen war. Wir fangen früher an, haben nur einen Talk und dann geht's raus ab zum Grillen. Bier gibt's wie immer hier drin. Hey, ich bin André und schön, dass ihr alle da seid zu 9 Jahre Netzpolitik. Ich habe heute im Internet gelesen, wir haben auch ein anderes Jubiläum. Heute ist auch die Seabase 18 Jahre alt, quasi einmal doppelt so alt wie Netzpolitik. Herzlichen Glückwunsch an die Seabase. Und vielen Dank, dass ihr uns mittlerweile sogar mehr als einmal im Monat aushaltet. Kuchen gibt's nicht, ist eh eine Lüge, aber gleich grillen wir noch draußen. Ja, herzlich willkommen in der Seabase zum 19. netzpolitischen Abend des Digitale Gesellschaft e.V. Es ist toll, dass wieder so viele Leute gekommen sind, obwohl wir so ein umfangreiches, aber dennoch spannendes Programm zusammengestellt haben. Ich möchte euch nochmal kurz vorher darauf aufmerksam machen, dass wir hier Ton- und Filmaufnahmen haben in der Seabase. Es gibt einen Livestream. Deswegen herzlich willkommen auch an den Livestream-Empfangsgeräten. Hallo, ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem 17. netzpolitischen Abend. Mein Name ist Geraldine von der Digitalen Gesellschaft und ich werde jetzt gleich auf Englisch weiterreden. Ja, herzlich willkommen zum 55. netzpolitischen Abend hier am 6. Dezember in der Seabase. Wahnsinn, schon wieder ein Monat rum, der jetzt nicht nur die besten Nachrichten bereitgehalten hat, wenn man mal zurückguckt. Trump gewählt. Gerade letzte Woche 150 Millionen für den BND, damit er Verschlüsselung von Messengern knacken kann. Die Bundesregierung verabschiedet sich jetzt auch ganz offiziell vom Konzept des Datenschutzes und der Datensparsamkeit und das Bundesinnenministerium legt schon mal den entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Ich freue mich, dass ihr alle heute zum 61. netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft hier seid. Ist voll voll, auch wenn irgendwie niemand Lust hatte, hier in der ersten Reihe zu sitzen. Es ist überhaupt nicht gefährlich hier vorne, es ist echt schön und man sieht die Vortragenden gut. Aber okay, wenn alle einen Sitzplatz gefunden haben. Wie immer streamen wir live. Das bedeutet, hier vorne ist alles mehr oder weniger sichtbar. Das Ganze wird auch auf AlexTV übertragen. Wer später eine Frage stellt und nicht von der Kamera erfasst werden möchte, stellt sich am besten da drüben in den Torbogen. Da steht er nämlich hinter der Kamera aus und ist entsprechend nicht sichtbar. Alle da? Genau. Ihr könnt noch eins vorrutschen, wenn ihr wollt. Das sieht hier so ein bisschen traurig aus. Oder es kommen noch Leute. Gut. Herzlich willkommen zum 76. netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Ich bin Benjamin, ehrenamtlicher Vorstand bei der DigiGES und habe das Vergnügen, den Abend hier heute zu moderieren. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen beim 80. netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Moritz Dremmel. Ich bin seit 2012 bei der DigiGES, habe aber noch nie den netzpolitischen Abend moderiert und hol das jetzt endlich mal nach. Herzlich willkommen zum 98. netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Fast ist es soweit, fast haben wir ganze 100 netzpolitische Abende hier gehalten. Aber noch nicht ganz, dafür fehlen uns nämlich noch ein paar und mit dem einen fangen wir jetzt direkt an. Den 100. netzpolitischen Abend gibt es am 1.12., also in einem Monat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, dann herzlich willkommen zum 100. netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Ich freue mich sehr, euch heute willkommen heißen zu können, wenn auch nur virtuell. Gerade eben hat Benjamin ja im Video erzählt, wie traurig das aussieht, wenn niemand beim netzpolitischen Abend in den ersten Reihen sitzt. Ich glaube, damals hätten wir uns kaum vorstellen können,
wie eine fast leere Seabase an einem netzpolitischen Abend aussieht. Umso schöner ist es natürlich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und an diesem Punkt würde ich mich gerne an allen Moderatoren, die da in dem Video waren, bedanken. Und zwar an Markus, Geraldine, Linnea, André, Sandra, Ingo, Jana, Benjamin und und natürlich auch alle, die eingesprungen sind spontan. Ihr habt die 100 netzpolitischen Abende hier auf der Seabase ermöglicht und das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Aber neben den Moderatoren waren es natürlich auch andere Leute, die es ermöglicht haben, unter anderem wie Speaker. Dazu haben wir euch gleich auch ein ganz kurzes Video vorbereitet. Leider konnten wir natürlich nicht alle Speaker in das Video einbeziehen. Trotzdem ist es schön geworden. Vielen Dank an euch alle. Rennen Sie bitte nicht alle weg. Das Thema ist Netzneutralität und zwar, wie Ingo schon gesagt hat, hat die BEREC, also das Gremium der europäischen Regulierungsbehörden für Telekommunikation, die Leitlinien vorgestellt. Netzneutralität heißt, wir müssen dieses eine Netzneutralitätsgesetz durchlobbyieren und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir sozusagen viel geschafft und so leicht wird es beim Urheberrecht nicht gehen. Ja, es geht mal wieder um Uploadfilter. Ich fürchte, ich würde auch gerne mal wieder was Neues machen, aber ich fürchte, Uploadfilter werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Würde man doch jetzt vermuten, wenn CDU und SPD zusammen regieren und zusammen eine Koalition eingehen und ein entsprechendes in den Koalitionsvertrag schreiben, dass CDU und SPD-Ministerien, sobald sie eine Stellungnahme auf die Frage der bulgarischen Ratspräsidentschaft abgeben, ob Uploadfilter eine gute Idee sind oder nicht, dann eben entsprechend sagen, nein. Ja, leider nicht. Und wir haben jetzt noch ein kleines Thema und zwar Datenschutz. Da brennt es auch gerade sehr auf europäischer Ebene. Und das ist eben eine extrem problematische Sache, weil diese Systeme immer weiter ausgebaut werden. Diese Systeme erhalten immer weitere Daten über sehr viele Menschen. Diese Systeme werden immer interoperabler. Das heißt, die EU hat eben den Plan, diese ganzen Datenbanken interoperabel zu machen. Die Alltäglichkeit, die alltägliche Bedeutung von Daten, von Datenschutz. Ein Argument, was ja immer kommt und was wir auch benutzen, ist, Datenschutz ist ein Grundrecht. Wir alle haben laut der EU-Grundrechtecharta ein Recht auf Datenschutz. Das ist ein sehr wichtiges Argument, mit dem wir auch arbeiten. Ich werde heute über den persönlichen Wert von persönlichen Daten sprechen und dann auf die Frage, was ist ein zivilgesellschaftliches Gegenmodell zu Datenvermarktung, möchte ich kurz meine Idee vorstellen. Der eigentlich spannende Datensatz ist aber eine große Tabelle mit 50 Spalten und tausenden Zeilen. In einem siebenseitigen Dokument wird die Bedeutung der einzelnen Spalten erläutert. Nach und nach realisiere ich, dass ich gerade in den 15.365 Zeilen vor mir alle meine bei Amazon in dem ausgewerteten Zeitraum getätigten Klicks sehe. Aber so viele Programme wieder ans Licht gekommen sind, wie die Geheimdienste die digitale Welt einmal komplett absaugen und überwachen. Und zwar nicht nur die der sogenannten Five Eyes, der englischsprachigen westlichen Staaten, sondern eben auch der BND. Das ja, hat zu einigen Debatten geführt, ob wir sowas in einer freien Demokratie denn überhaupt wollen. Und ich glaube, viele Leute haben eine Antwort darauf. Noch bevor eine Straftat begangen wurde, darf die Polizei allerlei Maßnahmen ausüben. Dazu gehören so ganz klassische Dinge wie etwa die also eine Informationspolitik, Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit, auch Observation von Menschen, Ausweiskontrollen und dann natürlich allerlei technische Maßnahmen, also sowas wie hier im Bild, Videoüberwachung, das Abhören von Telefonen oder im Extremfall sehr umstritten der Einsatz von Trojaner-Software. Was die aber natürlich dafür brauchen, um diese Trojaner einzuschleusen, sind Exploits. Schickt uns Schwanztrojaner, echte Ware, falls ihr welche findet, weil mir gerade nichts was einfällt. Also ich glaube natürlich, dass man zum einen politisch dagegen kämpfen muss. Genau, also ich will nochmal in Erinnerung rufen, was wir eigentlich über die Snowden-Dokumente und die Snowden-Veröffentlichungen, was wir darüber gelernt haben, weil es immer so ein bisschen nochmal in den Hintergrund gerät, aber ich glaube, viele von den Dingen sind nach wie vor so aktuell wie nie, nur dass wir jetzt über andere Länder und über andere Dinge reden. Ja, da sind wir. Konstruktiv fragt das Jobcenter, eine Kampagne, die wir vor knapp einem Monat gestartet haben bei Frag den Staat, fragdenstaat.de/jobcenter.
Der Arbeitstitel ist: Was ist das für 409 Jobcenter? 409 Jobcenter gibt es in Deutschland. Die sind mächtig. Es tut sich einerseits viel in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es werden ständig neue Gesetze erlassen. Gleichzeitig gibt es eine Initiative, immer stärker auch für die Forschung Daten zu sammeln. Und ich werde deshalb noch mal versuchen, so ein wenig den Überblick über die aktuellen Entwicklungen zu geben. Insbesondere auf die Anschläge im November 2015 hat die EU-Kommission dann reagiert. Und natürlich an alle, die heute da sind. Ja, ich habe die zweifelhafte Ehre, einen sehr, sehr problematischen Verordnungsentwurf vorzustellen, der sich gerade im Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene befindet, nämlich die Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Dahin investieren, noch besser Sachen zu leaken, noch besser Geheimdienste zu kontrollieren über die Medien und noch besser uns dafür einzusetzen, dass Gesetze zur Pressefreiheit und generell zum Schutz der Grundrechte gesichert werden. Deswegen danke und die Message, die halt diese kleine Staatsaffäre vielleicht bisher mit sich gebracht hat. Blocken lohnt sich, legt euch nicht mit dem Internet an. In dem Sinne, vielen, vielen Dank an alle Speaker, die hier monatlich die netzpolitischen Abende mitgestaltet haben und über aktuelle und interessante Themen geredet haben. Vielen Dank an euch. Und jetzt kommt eine Folie, die ihr alle auch kennt schon. Das Hashtag für heute Abend lautet NPA100, falls jemand Lust hat, sich im Internet einzubringen, falls jemand Fragen zu Markus Beckeders nächsten Vortrag hat. Übrigens werden die Fragen aus dem Stream jetzt auch vorgelesen, pünktlich zum 100. netzpolitischen Abend. Haben wir den Stream jetzt auch auf dem Schirm. Das Programm sieht so aus. Und zwar erzählt als nächstes Markus Beckedahl über seine Erfahrung mit dem netzpolitischen Abend. Danach kommt eine kleine Fragerunde, wenn es Fragen aus dem Internet gibt. Und danach kommen ein paar Grußvideos. Und zwar haben wir lieberweise von manchen Leuten Grußvideos empfangen dürfen. Die werden dann natürlich gezeigt. Und es folgt dann ein ganz besonderes Grußvideo, und zwar von der Seabase. Falls sich hier jemand gewundert hat, wie das eigentlich hinter den Kulissen hier auf der Seabase immer abläuft, today's your lucky day. Es gibt nämlich ein ganzes Video dazu. Und nachdem so viel gegrüßt wurde und gratuliert wurde und über die Seabase-Technik geredet wurde, gibt es noch einen Abschied. Und zwar müssen wir uns schweren Herzens von unserer wunderbaren Geschäftsführerin Elke Steven verabschieden. Dazu hält sie dann noch einen kleinen Talk und danach geht es weiter mit den Nachfolgern. Die werden dann nämlich vorgestellt. Und es folgt noch ein Kulturprogramm. Und zwar kennt ihr die vielleicht auch. Das ist Systemabsturz, heißt die Band. Und die beschäftigen sich mit den gleichen Themen, mit denen wir uns hier beim Netzpolitischen Abend auseinandersetzen, aber musikalisch. Leider können die nicht live hier sein, aber wir haben ein Video für euch vorbereitet, beziehungsweise die haben ein Video für euch vorbereitet. Und das wird dann auch gespielt. Und zu guter Letzt wollen wir den Abend dann mit euch so beenden, wie wir es früher immer hier auf der Seabase gemacht haben, aber virtuell. Und zwar haben wir deshalb Big Blue Button eingerichtet. Der Link dazu, den wird es auf Twitter geben, auf unserer Website und auch auf dem letzten Slide. Das könnt ihr kaum verpassen. Und dann könnt ihr euch virtuell hier auf der Seabase versammeln und auf ein, zwei oder mehr Bier hier treffen und ein bisschen tratschen. Genau, dann würde ich jetzt auch schon an Markus Becker da abgeben. Hallo. Ja, willkommen zum 100. netzpolitischen Abend. Ich wurde gebeten, so ein bisschen so die Ursprünge zu erklären und bin da so ein bisschen in die Archive reingegangen. Der erste netzpolitische Abend fand 2011 in der Seabase statt, aber es gab eine Vorgängerveranstaltung. Die Vorgängerveranstaltung war der Webmontag in Berlin. Da gab es den ersten 2006. Die Geschichte war,
Wir hatten damals ein freies Software-Fachgeschäft und wollten eigentlich Open Source, freie Software, Linux promoten. Wir hatten das Geschäft in Mitte. Die Geschäftsmodelle waren damals für Linux noch nicht so einsteigerfreundlich, Endanwender kompatibel, aber wir hatten einen Veranstaltungsraum, beziehungsweise dieser Veranstaltungsraum war halt das Ladenlokal, wo normalerweise unsere Büros drin waren und abends packten wir dann die ganzen Rechner in die Küche und hatten dann Platz, um Menschen reinzulassen und das sah dann so aus, die Bilder sind leider sehr klein, gewesen. Der erste Webmontag, ich erinnere mich noch, also das Konzept war, Menschen können halt ihre eigenen Präsentationsideen einreichen, dann wird halt entschieden, kuratiert, was da reingenommen wurde. Wir hatten ja immer so gedacht, so 10, 15 Minuten pro Präsentation. Beim ersten Webmontag gab es dann ein Open-Source-Projekt, was keiner mehr kennt. Es gab Freifunk als Präsentation und StudiVZ stellte sich vor, die damals gerade frisch gegründet waren, ein bisschen ausgelacht wurden, weil sie noch im Source-Code von ihrem CSS überall Facebook drinstehen hatten und eigentlich nur die Farbe geändert hatten. Und wenige Monate später waren die Multimillionäre. Das war auf jeden Fall 5 Jahre lang so der Webmontag. Irgendwann hatten wir keine Lust mehr auf freies Software-Fachgeschäft. Und es gab halt eine Lücke, sozusagen. Und die DigiGuess wurde 2011 gegründet, beziehungsweise 2010 gegründet, 2011 dann präsentiert, als der Verein dann endlich mal irgendwie gemeinnützig war und dergleichen. Und wir hatten dann die Seabase. Also die Seabase gab es schon vorher. Ich bin seit 2001 Mitglied. Die Seabase ist so wahrscheinlich der größte, auf jeden Fall der schönste Hackerspace in Deutschland. Und in den Nullerjahren hatte die Seabase häufig irgendwie wegen Renovierungsarbeiten und Umzüge und dann fehlende Verantwortlichkeiten immer so das Problem. Man konnte da zwar Veranstaltungen machen, man wusste aber nicht, ob ja an dem Tag, wenn die Veranstaltung geplant ist, jemand die Tür aufmachte und da war. Das hatte sich aber dann spätestens 2010, 2011 geändert. Wir machten dann 2011 den ersten netzpolitischen Abend und damals hatten wir schon die tolle Unterstützung von CVN, ich weiß nicht, ob E-Bank auch schon dabei war. Auf jeden Fall hatte die Seabase einige super Möglichkeiten. Das ist so das Bild sozusagen oder die Einladung, die ich gefunden habe vom ersten netzpolitischen Abend. So sah das in der alten Grafik des Designs der digitalen Gesellschaft damals noch aus. Ganz lustig fand ich noch, das habe ich im Internet Archive gefunden. Rechts hatten wir dann so lauter Kampagnen-Picks. Da steht, warum ist ein Breitbandanschluss immer noch nicht genauso selbstverständlich verfügbar wie ein Telefonanschluss? Eine Frage, die man auch 2020 leider immer noch stellen muss. Damals, so um 2011 rum, gab es schon mehr und mehr netzpolitische Veranstaltungen. Das, was der Webmontag 5 Jahre vorher war, wo alle Szenen, alle, die mit digital zusammen hatten, noch gemeinsam an einem Ort zusammenkamen. Das hatte sich so 2010, 2011 schon überall abgesplittet. Und damals gab es schon mehr und mehr netzpolitische Veranstaltungen. Es waren vor allen Dingen Industrie-Lobby-Events, so die klassischen parlamentarischen Abende und sonst wie, wo es halt Buffet gibt und sonst wie, die meistens gar keinen Spaß machten. Aber man ging halt hin, um zu essen und zu trinken und Leute zu treffen. Und die Seabase hatte zwar nicht das bessere Buffet, aber die bessere Atmosphäre, die schönere Atmosphäre. Vor allen Dingen hatte die Seabase auch dank Seven und seinen Mitstreiterinnen einen Livestream. Und das war halt so 2011 eigentlich auch etwas, was man immer haben wollte, aber zu dem Zeitpunkt nicht selbstverständlich war. Und so machten wir dann den ersten netzpolitischen Abend hier und waren ganz überrascht, wie viele Menschen damals schon hier hinkamen, obwohl es kein Buffet gab, aber dafür das bessere Bier. Seitdem hat der netzpolitische Abend sozusagen diese Einladungskarte oder seit diesem Zeitraum. Ich habe mal geguckt, ob ich so Bilder gefunden habe vom ersten netzpolitischen Abend. Das ist so ein bisschen verschwommenes Bild. Es gibt auch schönere Bilder, aber ich wollte jetzt hier nicht irgendwie die damaligen Besucherinnen irgendwie in Detailschärfe hier auf dem Bildschirmscreen. Die Themen, die vor 10 Jahren oder 9 Jahren aktuell waren, die sind jetzt in der Retrospektive immer noch sehr erschreckend aktuell. Also in meinem Einführungsvortrag habe ich anscheinend auch darüber geredet, dass Ministerinnen Probleme mit Doktorarbeiten haben. Das ist ein wiederkehrendes Thema, was auch 2020 noch aktuell ist, wenn auch nicht mit Herrn Gutenberg. Dafür ist die Frage immer noch da, warum ist das Urheberrecht eigentlich so kompliziert, wenn diverse Ministerinnen daran scheitern, bei ihren Doktorarbeiten.
Doktorarbeiten. Leonard Dobusch hat damals die Fragestellung verfolgt, was ist digitaler Umweltschutz, und hat damals schon auf die Probleme und Herausforderungen eines nicht zeitgemäßen Urheberrechts hingewiesen. Auch das ist ein Running Gag, der uns in 100 netzpolitischen Abenden immer begleitet hat. Ulf Burmeier und Frank Rieger haben damals über Staatstrojaner geredet. Und täglich grüßt das Murmeltier-Thema, was auch heute nochmal auf netzpolitik.org stand, weil die Bundespolizei jetzt auch Staatstrojaner bekommen soll. Katrin Rönnecke, auch Kada genannt, heute erfolgreiche Podcasterin, hat damals eine Kurzeinführung in Netzfeminismus gegeben. Ein Thema, was dann später größer und populär wurde. Lorenz Matzert, der später dann Algorithm Watch mitgegründet hat, erzählte, was man zum Thema Open Data und Open Government im Jahr 2011 dachte, sich vorstellte. Auch das sind irgendwie Vorstellungen, die heute immer noch nicht von der Politik richtig realisiert worden sind. Und André Meister hat einen Überblick gegeben, wie die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung abläuft. Auch das ein wiederkehrendes Thema mit Murmeltierfaktor. Wir haben eine ganze Menge Themen behandelt und sagen wir mal, das Erfolgsmodell des netzpolitischen Abends war, dass wir gesagt haben, regelmäßig der erste Dienstag im Monat findet hier in der Seabase ab 20 Uhr, später 20.15 Uhr der netzpolitische Abend statt. Man kann kommen, man kann nicht kommen. Wir haben uns immer bemüht, in 2, 3, 4, 5 Kurzvorträgen einen aktuellen Zwischenstand zu Debatten zu geben. Wir hatten auch manchmal quasi Sprecherinnen, die dann zu einem Thema nur referiert haben. Wir hatten auch häufig das Glück, dass damals Berlin total trendy wurde. Das heißt, Netzaktivistinnen aus der ganzen Welt kamen gerne nach Berlin. Und wenn sie schon mal da waren, passend zum netzpolitischen Abend, dann konnten sie auch hier Vorträge halten. Hier sind Kampagnen geplant worden, durchgeführt worden, also nicht hier direkt, aber hier sind sie geplant worden. 2012 ACTA beispielsweise, wir fanden Uploadfilter schon uncool, als sie noch nicht bekannt waren. Das, was wir damals mit dem ACTA-Antipiraterieabkommen behindert oder verhindert haben, als das Europäische Parlament dann aufgrund großer Proteste gegen dieses Abkommen gestimmt hatte, das waren die Uploadfilter, die leider jetzt 2019 irgendwie reingekommen sind. Wir hatten die besten Slogans, wo ich mich immer noch frage, ob die Kommasetzung in diesem tollen Banner, was wir auch vielfach auf Aufklebern überall verteilt haben, irgendwie richtig war und warum das keinem aufgefallen ist, dass man das Komma besser weggelassen hätte. Es gab damals schon Proteste gegen das Leistungsschutzrecht, auch das ein Running Gag. Das Leistungsschutzrecht verfolgt uns immer noch. Die Bundesregierung möchte es immer noch einfordern. Wir standen damals schon vor dem Brandenburger Tor und fanden es damals schon uncool. Wir hatten das Thema Netzneutralität. Wir hatten mal Johannes Scheller hier, ein damals 19-jähriger Physikstudent aus Tübingen, der mal eine erfolgreiche Bundestagspetition zum Thema gemacht hatte. Netzneutralität war zumindest eines der Themen, wo man mal zwischendurch Erfolge bekommen hat. 2015 hat die EU mehr oder weniger gute Regeln zum Schutz der Netzneutralität beschlossen. Leider haben sie ein Schlupfloch offen gelassen, nämlich das der sogenannten Zero-Rating-Tarife, was bedeutet, dass halt Telekommunikationsunternehmen Tarife anbieten können, wo zwar niemand diskriminiert wird, aber nur die Partnerdienste nicht aufs Datenvolumen eingerechnet werden, was natürlich auch eine Diskriminierung ist, aber aus Sicht der Politikerinnen, die dafür verantwortlich waren, nicht. Günther Oettinger war hier leider verantwortlicher. Heute erfolgreicher Lobbyist in seiner Ruhezeit oder wie man das Ganze nennt, im Anschluss an seine EU-Kommissionskarriere. Zum Thema Netzneutralität gab es dann auch lustige Aktionen, die wir hier geplant hatten. Beispielsweise waren wir bei der Telekom-Hauptversammlung in Köln, hatten ein riesiges Banner runtergelassen worden. Die Geschichte dazu war noch, dass wir da ein bisschen rechts davon irgendwie eine Pressekonferenz veranstaltet hatten und dann kam dann tatsächlich noch der Telekom-Chef und wollte mit uns reden und hatte nicht mitbekommen, dass wir gerade dieses Banner da vorbereitet hatten, und als die ganzen Kameras dann aufgebaut waren, ließen wir das Banner runter und die Telekom guckte ein bisschen schockiert. Es war auch die Zeit, wo 2013 irgendwie all das, wovor wir vorher immer gewarnt hatten, mit den Snowden-Enthüllungen einer größeren Öffentlichkeit
bekannt gemacht wurde. Es gab die Yes We Scan-Aktion anlässlich Obamas Besuch in Berlin 2013 von der DigiGES. Das führte natürlich auch zu vielen, vielen Anschlussvorträgen, die die Snowden-Enthüllungen hier irgendwie einordneten. Es führte zu Demonstrationen vor dem Bundesnachrichtendienst wie diesem Ding hier. Recht auf Remix war ein großes Thema. Leonard Dobo stellte damals hier die rechtaufremix.org-Kampagne vor. Auch das ist ein ungelöstes Problem, wie man Alltagsnutzung im Urheberrecht endlich mal so löst, dass wir nicht die ganze Zeit unbedarft oder bedarft irgendwie in Urheberrechtsverletzungsfallen reintappen. Ja, und der netzpolitische Abend ist ein Erfolgsmodell. Es ist ein Erfolgsmodell, was eigentlich einmal im Monat zeigt, dass was die digitale Zivilgesellschaft kann, wo eigentlich ja, alle bekannten und unbekannten Gesichter der digitalen Zivilgesellschaft irgendwie mal vorgetragen haben oder mal dabei waren, wenn sie zumindest in Berlin gewohnt haben oder mal an einem ersten Dienstag hier waren. Er ist sogar ein Exportschlager geworden, nämlich in Österreich gibt es mittlerweile den 50. netzpolitischen Abend, der am Donnerstag stattfinden wird. Der wird in der Regel dort im MetaLab ausgerichtet. Das ist sozusagen die C-Base in Wien, ein anderer Hackerspace. Nicht ganz so groß, nicht ganz so schön, aber ich war auch seit vielen Jahren nicht mehr da. Vielleicht ist es mittlerweile viel schöner geworden. Ja, das war so der Überblick. Ich wurde noch gebeten, auf datenscham.org hinzuweisen, ein kleines Tool, was die Kreativabteilung von netzpolitik.org heute gelauncht hat oder gestern gelauncht hat. Da geht es halt darum, anhand von verschiedenen Fragestellungen seinen Privacy Score irgendwie zu berechnen und so ein bisschen Sensibilität für das Thema Datennutzung, Plattformnutzung zu gewinnen. Unser Motto war und ist immer, niemals aufgeben. Wie ihr gesehen habt, beim ersten netzpolitischen Abend, also vor 100 Ausgaben, die ganzen Themen, die wir da diskutiert haben, die sind leider immer noch akut. Und ich kann mir vorstellen, dass wir beim 200. netzpolitischen Abend immer noch über die Vorratsdatenspeicherung, über ein nicht zeitgemäßes Urheberrecht, über die Staatstrojaner und Massenüberwachung diskutieren werden. Aber wir brauchen einen langen Atem und dafür ist der netzpolitische Abend da. Einmal im Monat Menschen zusammenbringen, gerade geht das nicht so ganz leider offline-mäßig, aber auch Menschen ja, mit Informationen zu versorgen, Argumenten zu versorgen und um das gemeinsame Ziel zu erreichen, nämlich für unsere digitalen Grundrechte zu kämpfen, eine bessere digitale Welt zu schaffen. Vielen Dank. Im Internet hat sich leider noch niemand getraut, was zu fragen. Vielleicht kommt es noch. Aber wir haben ja, also du hast ja erzählt, dass einiges in den letzten Jahren gewonnen wurde und auch es gab ein paar Verluste. Dann lohnt sich jetzt zu fragen, wie es weitergeht. Also was gibt es für Strategien für die Zivilgesellschaft, jetzt weiter zu pushen und Gewinne zu machen? Na, also erstmal das, was so vor 10 Jahren hier so war, das war so ein kleines Epizentrum der digitalen Zivilgesellschaft. Also das Schöne oder Gute ist ja, dass die digitale Zivilgesellschaft viel größer geworden ist, viel vielfältiger. Also das sah man jetzt auch so beim ersten netzpolitischen Abend, standen fast nur Männer hier auf der Bühne. Im weiteren Verlauf, davon gibt es leider nicht so viele Bilder, die ich auf Flickr finden konnte, gab es erstmal viel mehr Frauen auf Bühnen, die auch Themen vertreten. Es gibt viel mehr Organisationen, die sich spezialisiert haben. Diese Organisationen sind natürlich auch nur so gut, wie wir sie unterstützen, beispielsweise durch finanzielle Spenden, um Menschen zu ermöglichen, quasi in ihrer Arbeitszeit für uns ihre Rechte und unsere Rechte mit zu verteidigen. Ansonsten ja, muss man halt die ganze Zeit dabei bleiben und das ist natürlich so eine kleine Herausforderung. So, ne? Irgendwie, man ist die ganze Zeit frustriert, es wird eigentlich alles immer schlechter, es gibt manchmal ein paar Erfolge, aber dann kommen wieder die nächsten Misserfolge und allein, also bei netzpolitik.org, wir berichten fast täglich über neue Überwachungsgesetze. Andererseits, wenn wir aufgeben würden, dann hätten wir ein Problem, dann würden die Gesetze eh kommen. So können wir halt Steine in den Weg legen und Menschen ermächtigen und befähigen, notfalls ihre eigenen Rechte durch digitale Selbstverteidigungswerkzeuge zu verteidigen und sich mit uns gemeinsam einzusetzen, dass wir bessere Rahmenbedingungen bekommen und bessere Gesetze,
und dass halt unsere Grundrechte vielleicht nicht mal von uns vor Gericht und so weiter und auf der Straße verteidigt werden müssen, sondern dass das halt eine Selbstverständlichkeit für die Politik wird und die Bundesregierung, unsere Grundrechte quasi zu sichern und nicht irgendwie ständig durch neue Gesetze weiter erodieren zu lassen. Ja, da hast du recht. Ein langer Atem, den braucht man dazu. Aber ja, vielen, vielen Dank für deinen Talk. Dann geht es jetzt weiter. Prima. Viel Spaß.